So. Dann nehmen wir noch das hier mit. Wieder 1,6 hier. I love it. Dann gucken wir, was wir hier noch lernen können. Sweeps, erdrückende Präsenz, Ground and Pound, Flying Knee, Tide Tyrannei. Hier können wir nichts Cooles lernen. Konzentrieren wir uns lieber drauf. Perfekt. Oh. In der Submission-Offensive zu werden. CM Punk hatte einen Kampf, ja, gegen Mickey Gall und hat den ersten Runde auf die Fresse gekriegt. Wie ich es angekündigt hatte. Es ist okay, dass wir jetzt ein bisschen Takedown-Defense lernen. Weil wir garantiert auf den einen oder anderen treffen, wo die Takedown-Defense wichtig wird. Die Mission-Offensive ist jetzt schon auf 84, damit kann ich bestimmt arbeiten. Schon zu viel Fitness gleich. Ich muss jetzt aufpassen. Javier ist in der Middleweight. So, wir erstellen jetzt das blöde Konto. Reinigen in die Matten. Machen auch noch Social Media Post. Und dann passt das schon. Wie es mit Ultimate Team aussieht, solange EA nicht vernünftige Server hat, habe ich daran kein Interesse. Erstmal, keine Ahnung, ob ich das nochmal anrühren werde. Also niemals. Ihr habt's erfasst. Ich kann nichts dafür, dass EA scheiße ist. We are ready to go with round one here. Well, his UFC debut essentially went exactly as he drew it up. A win by flush knockout to immediately emerge on the radar. Wir haben unseren ersten UFC-Kampf gewonnen. Ich hätte es so gerne eigentlich Ultimate Team jetzt Ultimate Fighter gemacht. Weil ich das ja mit Harley ein bisschen in den Sand gesetzt hatte. Die Gegner sind im Übrigen viel passiver als die ersten zwei bei WFA. Die ersten beiden bei WFA waren echt super, super stark und schwer. So defensiv wie der ist, du, ich habe alle Zeit der Welt. Nice leg kick. Er wird CM Punk Champion, als das EA gute Server hat. Ja. Traurig. Ich meine, ich habe das Spiel angemacht und da stand, dass die Verbindung zum EA Server nicht funktioniert. Schlimm genug. Nice leg kick right there though, I'll tell you that. Good punch. Okay, ich fühle mich aber mit ihm schon deutlich wohler, jetzt wo wir ein bisschen trainiert haben. He faints with the kick. Oh! Wie er gefeintet hat. And he connects with the punch. Oh, excellent exchange there. Look at that, he's timing that jab. Using his jab effectively here, it's an underutilized weapon by a lot of fighters, not this guy. Hey, jab's a mega guy. Ja, der ist so defensiv, da komme ich ja kaum ran. Able to check that kick as well. And an outside leg kick lands. Ja gut, aber so defensiv wie der ist, wird er die Runde nicht gewinnen. Ich glaube, ich habe ihm mal ganz kurz ein Zeichen gemacht, dass er mir mal auf die Fresse hauen soll. Just a slip there.
So we cross the 30-second mark in our opening round. Nice jab. Clean uppercut to the head. Das Flying Knee Ansatz, will er mich verarschen? Round two straight ahead. Alles klar. Here's a big leg kick. Incredible striking. There you go, second round. You ready? You ready? Let's round two go. Is underway. All right, so here we go with round two. We'll see if these fighters get after it. You saw at the beginning of round one, a little bit of a feeling out process. Entertaining round, don't get me wrong, but we will see here in round two. Ja, der meckert auch schon wieder nur, dass ihm das nicht gefällt, was wir hier sehen. Aber der Gegner ist super defensiv. Ich kann nicht in den Reihen rennen. Timely defense there, huge block for him. Nice shot to the body. So an interesting backdrop to this one. He has switched gyms from a BJJ concentrated gym to a wrestling camp. He wanted to work on not just his takedown defense, but his entries, his takedown offense. We'll see. Theoretisch müsste ich wirklich mal versuchen, in Submission zu gehen. Nice leg kick. Back to the jab now. Oh. He got hurt very, very badly. Oh! What a leg kick! Und zum ersten Mal gerockt. Punch attempt. Punch coming, it's blocked. The left hook hits home. Ja, der Typ ist gut. Well, the offense has been there. He is landing some good shots, but not really stringing them together and putting combinations on his opponent. He's got to mix up his strikes, change his tempo a little bit and try to get his opponent bei dem Flying Knee erwischt, ey. More than just one strike at a time. Sehr schön. So a much different approach for him here in this second round. He was a little bit tentative in round one, a little bit of a feeling out process. Now he has clearly found his rhythm, found the range. We'll see if he can continue with more activity here in round two. Ja, more activity, das sollte der Gegner bringen, tut er aber nicht. Nice diesen blöden Kick einfach mal abfangen würde, ne? Jab yet again. Beautiful use of the jab, really start to finish tonight. Did it in the previous there we go. Round and picking up right where he left off here. Oh, ich direkt wieder tun können. He blocks the punch. 90 seconds to go now. Ow. There's a kick to the body. All right, so there's a swing and a miss from him. And sometimes when you miss, it can tax your gas tank even more than when you land a strike. So clearly, it is energy preservation time at this point of the fight. Tags him. Jetzt lass ein bisschen nach. Alter, mir läuft die Suppe aus dem Auge. Hit him with the jab. Leg kick now, Joe. And he doesn't get it. Krieg ich jetzt mal den Takedown mit dir? Really what? Swell up bad. He just whips that punch in. Er beschwert sich eigentlich nochmal, dass das Blut nicht genügend ist. Es ist doch absolutes Blutball gerade. Oh Mann, mach's gut, Hirsler. Okay, kein leichter Kampf. Ich glaube, noch Runden steht es 19-19. Das ist ein bisschen tragisch für uns eventuell. Oh, big left hook there. Oh, straight right. Able to check the high kick. Well, once again, he gets clipped up top, Joe, and again, he continues to show that vulnerability, leaning into his opponent's offense. Got to figure out a way to make the adjustments, change up the tempo, and get that head off the center line. Oh! Oh, oh nice. He caught the kick. Oh, a nice job to catch the leg and work it right into a takedown. Beautiful transition there. Warum gibt denn er nicht down? Sagen wir, es ist der Bruder von Harley, genau. Der brasilianische Bruder. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Absolutely.
Komm, wir kommen noch Ausdauer, oder? Mann, meiner wackelt so komisch. Schau mal, wie meiner nur noch geht, ey. That one hurt. Look at that. Oh, a nice punch out of the break there after. Ey, ich stun ihn nicht mal mehr, wenn ich das Bein abfange. Clearly seems to have found the timing of his opponent. Well, this is exactly the sense of urgency you're looking for. Try to take the judges out of it. He is lighting them up now. 90 seconds to go in our third and final round. Finds a home for that left hook. Oh, ganz ruhig, Kollege. Under a minute now to go in the fight. Oh, continuing to work the body to great effect. Shit. Oh, scheiße. Ist das jetzt 29-28 für ihn? Vielleicht ist es auch 29-28 für mich. The legs buckle and he's down. Alright, it looks like the official decision is in. Yes, here's Bruce Buff. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All three judges scored this contest 29-28. Declared the winner by unanimous decision, the Sniper! Alright, so there he is. Yes, man, 29-28 for me. He had to work hard for it at times. Sehr gut. Alle drei Judges haben mir dann gegeben, Mann. Es war sogar Kampf des Abends. Nicht schlecht, Leute. Kampf des Abends. Nee, das geht schon klar. Die dritte habe ich zwar klar verloren, aber zweite kann man mir schon geben. Das tut man nicht so. Ah, nice. Nächstes besser Gym freischalten, oder? Das gibt ja richtig gut Kohle. Kampf of the Night. Dafür Langlebigkeit halt mega RIP. Hallo. Haben wir Hailo nicht schon verprügelt? Dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier vielleicht noch was lernen. Lead Hook, Lead Hook, aber Gott, schwere Fäuste. Schwere Fäuste ist nicht schlecht, oder? Ja, wir brauchen noch irgendeinen Vorzug. Ob wir natürlich jetzt innerhalb von 60 Sekunden Knockdown schaffen? Bleibt mal abzuwarten. Weil ich nämlich offensichtlich gleich einkassiere.
müssen einfach nur einen gezielten Headkick machen. Alter. Ich habe die Spin-Offs nicht gemacht von der PlayStation, also von GTA 4 damals. Ansonsten habe ich alle gespielt. Kann der Typ aufhören, so gut zu sein? Kann man Training dann auch nicht neu versuchen? Doch, Training darf man neu machen. Okay, Gott sei Dank. Hallo Cross Crazy, grüß dich. Das wäre auch übel, wenn man das Training nicht neu machen dürfte. Dann würde ich aber sowas auch gar nicht machen, weil dafür habe ich noch viel zu wenig Power. Ich weiß ja nicht, was dein scheiß Sparring-Partner alles aushält, ey. Mann, komm schon. Warum? Jeder Hit von ihm ist gefühlt ein Rock. Okay, da weicht mir zu gut aus. Moment mal, gibt's hier keinen Neustart im Menü? What the fuck? Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Jeder Punch von ihm rockt mich. Was ist es? Schon wieder. Er macht einen Punch. Ich bin gerockt. Klar. Totally clear. Alter, ist der overpowered. Jeder Punch hat mich gerockt. Jeder. Ja. Also eigentlich läuft die Legendenkarriere richtig gut, ja? Tut sie. Bloß weil ich jetzt einmal mit Sparring-Probleme habe, mein Gott. Es ist halt immer noch, ist die Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Den hätte ich ihn jetzt auch einfach ausnocken können. Ich muss ihn doch nur einmal zu Boden bringen. Gott, was hält denn der aus? Himmel, hilf! Der Typ ist ein Biest. Boah.
Boah, Alter, jetzt hat er aber eine kassiert, ey. Okay, und wieder ein Schlag und läuft. Die Karriere wird nicht lang gehen. Gar keinen Fall. Weil wir einfach viel zu krasse Kämpfe haben. Die Karrieren gehen nicht lang, wenn man halt nicht jeden in Runde 1 sofort ausknockt. Das ist halt einfach so. Wie gesagt, ich kann auch eine 60-Wins-Karriere haben, also eine 60-Fight-Karriere, aber da muss ich halt jeden innerhalb der ersten 2,5 Minuten ausknocken. Ich glaube, das wird nicht so sonderlich spaßig für euch. Ich krieg den nicht down. Krieg den einfach nicht down. Ich müsste auf einen Lucky Punch hoffen. Ich will halt die 40 Punkte jetzt nicht wasten, wenn ich ehrlich bin. Einfach keine Knockout-Power. Null. Ob ich wohl so lange Leg-Kicks zeigen kann, bis er umfällt? Blocken den nur leider immer. Ich kann ja nicht auskontern, da ist es viel zu defensiv für. Oh Mann! Krieg's einfach nicht hin. Ich kann ja nicht umhauen. Ich weiß nicht, ob ich mal komplett auf Kicks verzichten sollte. Das sind irgendwie meine Schläge immer noch viel zu langsam. Okay, ich muss aufstehen, ich habe keine Zeit für solche... Nutze die ganze Zeit Haken. Ich mache die ganze Zeit nichts anderes als jabben und dann haken. Das Problem ist, dass sie das erstens alles blocken und zweitens interessiert sie nicht. Und er ist der beste Kämpfer. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin einfach viel zu schwach dafür. Es macht keinen Sinn. Ich brauche Stärke. Brauche mehr Stärke. Ich habe null Knockout Power. Null. Geh jetzt voll auf Stärke. Das gibt mir mal richtig. Okay, warte mal. Ja, Beinstärke ist auch okay. Beinstärke und Striking Ausdauer ist nichts verkehrt daran. So. Und dann auf normale Stärke. Kann ja nicht angehen, dass ich im scheiß Training keinen umhauen kann. Stärke 90, war gerade unter 80. Jetzt reden wir nochmal drüber. Oh, wir haben sogar nochmal was. Ah, oh, okay. Da, ja, Bonuscheck, easy. So, Beinstärke auf 95. Hoppala. Submission-Offensive noch ein bisschen? Ich denke ja.
Und exakt 100 Fitness. Top. Okay.